ein Video aus einem traurigen Anlass. Es ist gerade die Nachricht, oder besser gesagt gestern die Nachricht herumgegangen, dass ein Mord auf dem Appalachian Trail passiert ist. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Ich möchte ganz kurz ein bisschen genauer darauf eingehen. Und zwar war es so, dass vor einigen Wochen wurde ein offensichtlich obdachloser und geistig gestörter Mann auf dem Trail aufgegriffen, also wurde verhaftet, weil er andere Hiker verbal angegriffen hat und mit einem Messer bedroht hat und angeblich mit einer Machete bedroht hat, wobei nach seiner Verhaftung sich dann herausgestellt hat, dass die Machete in Wirklichkeit eine Gitarre war. Und wurde von der Polizei einvernommen und kurzfristig verhaftet. Ja, er ist halt wieder zurück auf den Trail gekommen danach. Und was genau oder wie diese Situation eskaliert ist, weiß man noch nicht. Jedenfalls ist er mit einem Messer auf andere Hiker los, hat eine Frau schwerst verletzt und einen Mann getötet. Und ich muss sagen, mich schockiert das wirklich sehr. Das ist, ich meine, natürlich ist immer traurig, wenn sowas passiert, aber für mich war der Trail einer der sichersten Orte überhaupt. Das war, der Trail war, das war was, ich kann das schwer beschreiben. Wenn du in einer Stadt bist, also wenn du gewohnt bist zu wandern und gehst in eine Stadt und du kommst wieder zurück auf den Trail, das ist, als wärst du zu Hause. Wenn in Städten, das hörst du oft in den Nachrichten, ja, geistig verwirrter Mann und so weiter in Amerika. Und du denkst, wie viele geistig Verwirrte gibt es denn da? Ja, sehr, sehr viele. Also gerade in den großen Städten, Los Angeles, San Diego, New York, die ich besucht habe, es sind so viele Verrückte hier unterwegs. Das kann, also wenn du es noch nie erlebt hast, kannst du es dir nicht vorstellen. Es ist echt furchtbar. Also, hier in New York geht es einigermaßen. Aber ich finde, Los Angeles war ganz schlimm. Das sind wirklich viele Leute halbnackt, wild schreiend, mitten auf der Straße herumgelaufen. Alle paar Meter siehst du so jemanden. Unglaublich viele Obdachlose. Also hier in New York auch hast du viele. Wobei man sagen muss, dass sie wenigstens passiv betteln. Aber um das geht es jetzt hier gar nicht. Jedenfalls, diese Armut, die hier herrscht, offenbar. Oder diese, sagen wir so, diese riesige Schere zwischen Arm und Reich. Verleitet öfter, man hat, kennt es auch vom Pacific Crest Trail, verleitet öfter Leute, die nicht wandern und keine Hiker sind, auf den Trail zu gehen. Weil es halt, ich habe es euch hier gezeigt, mit diesen Hikerboxen und so weiter, es gibt halt gratis Sachen und die nutzen das aus. Und prinzipiell sagst du dann halt, ja, gut, damit kann ich leben, ist halt so, wenn da ein paar Schnorrer mitgehen, ist halt nicht nett, aber es verletzt halt irgendwie niemanden. Zumindest nicht physisch. Und dann jetzt sowas zu hören, wo ein Mensch auf den Trail geht, nur um andere Leute zu verletzen oder mit Tötungsabsicht zu verletzen, ist für mich ist das wirklich sehr, also das geht echt tief. Das ist dieses, wie gesagt, für mich war der Trail, das war wie, ich bin jetzt zu Hause und das ist, wenn ich sowas höre, dass jemand auf dem Trail umgebracht wurde, das ist so, als kommt, würde jemand in dein Haus kommen. Ja. Ich habe mich auf den Trails immer sicher gefühlt. Die Community ist sehr, sehr eng. Man hilft sich immer, überall. Ich konnte mein ganzes Zeug, egal wo, stehen lassen. Wurde nie geklaut. Ja. Und wenn du irgendwas brauchst, die kleinste Kleinigkeit, ey, dann erste kommt und was, das ist einfach ein Miteinander, das ist ein Gemeinsam. Und dann sowas zu hören, ich find das furchtbar. Aber es ist wichtig, dass man jetzt nicht in Angststarre verfällt und sich fürchtet, davor zu hiken. Es ist wichtig, dass man weiterhin den Trailer sind zu Hause betrachtet. Ich finde diese Übervorsicht fand ich immer schon mysteriös. Ich denke, man sollte vorsichtig sein gegenüber den anderen Menschen, denen man trifft. Wenn einem jemand suspekt ist, dann auch versuchen, Distanz zu gewinnen.
Aber ich habe halt Angst, dass jetzt viele Leute, gerade in Amerika, weil es ist immer schon ein großes Thema gewesen, bringst du eine Waffe mit oder nicht? Und ich habe halt Angst, dass sich die Leute oder die Hiker hier jetzt bewaffnen nach solchen Stories. Es wurden nämlich noch dazu nahe vom Trail drei Leichen gefunden, die aber anscheinend keine Hiker waren. Das heißt, ich meine, trotzdem tragisch, aber es ist offenbar hat jemand nur die Leichen entsorgt und da war zufälligerweise der Trail in der Nähe. Hoffentlich. Aber es ist echt, es ist ergreifend. Wie gesagt, man sollte, ich finde, man sollte jetzt nicht mit zu viel Angst in die Sache hineingehen. Man sollte das als Einzelfall betrachten. Und tragisch ohne Ende. Aber trotzdem nach vorne schauen und sich nicht davon abbringen zu lassen, diese Schönheit, dieses andere Zuhause trotzdem zu genießen.